Hier, der Christian. Ja, ich will euch bloß mal ganz kurz was erzählen. Wir wollten gerade zum waren im Hauptbahnhof, wollten uns einen Kaffee holen. Und wir wurden an 5 Stellen, hier wieder herzukommen, abgewiesen. Und es wurde gesagt, wenn ihr zu der Pegida-Demo dort wollt, zu den Rechten, könnt ihr jederzeit hin. Aber wenn ihr hier zu der Friedensdemo wollt, wurden wir weder am Hauptbahnhof noch an allen Seitenstraßen wieder rausgelassen und mussten jetzt hier komplett durch Alt-Moabit laufen, um hier von hinten durch den Park hierher zu kommen. Da sieht man also, wenn ich mich so einer rechten Gesinnung anschließe, werde ich sofort zu meinem Versammlungsort geleitet und wir wohnen zu zweit, eine Frau und ich, abgewiesen und mussten 1,5-2 Kilometer hier durchs Wohngebiet tingeln. Das finde ich eine Frechheit von unserer Polizei. Ist so. Ja, wir erleben hier gerade wieder das gleiche Spiel wie am 9.11. Die friedlich demonstrierenden, pragmatisch zielorientierten Menschen werden separiert und die eskalierenden, die gestützt werden, die finanziert werden von irgendwem, ja, sei es die Antideutschen, sei es die Pegida-Kacke, die dürfen da rumtanzen, wie sie wollen. Das ist leider so. Ja, das wird ja auch gespannt. Das darf uns aber auch nicht stören. Das hat keinen Sinn, uns dagegen in Hass und so, was gestern mir aufgefallen hat, der größte Fehler auch unter, ne? Wir hören uns gegenseitig gar nicht zu. Jeder hat sich selbst irgendwelche Wünsche und Erzählungen, was er nun gerade für ein Problemchen beseitigen will, aber er hört dem Gegenüber nicht zu. Das ist also, obwohl wir es gestern ja schon gesagt haben, Frieden fängt bei uns selber an. Wir müssen lernen, wieder miteinander umzugehen. Das funktioniert so nicht. Und ich glaube, wir haben noch einen ziemlich, ziemlich, ziemlich langen Weg vor uns. Das geht nicht von heute auf morgen. Sag, liebe Antifa, kommt zu uns! Lass die Antideutschen alleine! Denn hier ist die echte Antifa! Und hallo Lars Meerholz, auch wenn du auch am 9.11. zum Boykott aufgerufen hast, zu unserer Veranstaltung. Willkommen. Es ist egal, sei willkommen, wir müssen endlich aufhören mit der Scheiße. Ey, hört nicht rumgebrüllt. Der Einzige, der hier brüllt, bin Icke. So, und jetzt ist die Bandbreite, die ist schon auf dem Weg hierher, die kommen hier jeden Moment angerollt. Ich hoffe, wo sind sie? Wo? Bandbreite? Wo? Nein. Du willst 2 Minuten Umgang Polizei? Dann machen wir das gleich. Dann komm hoch. Der Hans aus München. Also wir sind ja hier von der Friedensfusion, haben sich ganz viele zusammengetan. Der liebe Hans aus München. Großen Applaus, was er hier alles macht. Dann will ich noch ein bisschen erzählen zum Umgang mit der Polizei, weil wir hatten gestern eine ziemlich strange Situation. Wo ich also sagen muss, im Nachhinein, die Polizei hat absolut korrekt gehandelt. Also, was eben sehr schnell passiert, ist, es ist der kleine Held in uns. Da ist gestern was passiert, was wir überhaupt nicht wollen. Ich persönlich stehe zumindest dafür, ich unterstütze kein pauschalisiertes Feindbild, auch nicht gegen die Polizei und keine Leute, die irgendwie meinen, sie müssen sich da jetzt wichtig machen. So, was ist passiert? Jemand hat die Polizei massivst provoziert. Die Beamten wollten dann ihn verhaften und der hat sich massiv gewehrt. Ich sage jetzt mal, der hat eine Schwalbe hingelegt und einen sterbenden Schwan gespielt. Und dann haben viele Leute von uns sind da drauf losgestürzt auf die Beamten, die sichern natürlich die Stelle ab, so wie es gehört, und haben sich da immer mehr reingesteigert. Wir wollen hier Folgendes haben, wenn hier irgendetwas geschieht, wir haben hier Organisatoren. Die Organisatoren, ich habe dem Verbindungsmann von der Polizei gesprochen, die gehen zur Polizei hin und fragen erstmal, was los ist. Das Problem war nämlich gestern, die Leute springen, bevor sie fragen. Ganz ruhig hingehen, das machen unsere Ordner, die fragen dann die Polizei, was los ist, und die Jungs, die haben auch keinen Bock auf Ärger. Das heißt also, erstmal klären, bevor ihr rumkrakeelt. Das nächste ist, sollte im Verlauf des Abends ganz hoffentlich mehr Leute, Provokateure auftauchen. Jetzt brauche ich wirklich eure Aufmerksamkeit. Bitte alle zuhören. Bitte alle zuhören. Alle. Sollte ein Provokateur auftauchen, sofort Abstand zu ihm machen und die Polizei aufmerksam drauf machen, damit das Sichtfeld für die Polizei auf die Person, die Ärger machen will, sofort frei wird. Weggehen von der Person.
Wenn jemand die Polizei unnötig provoziert, dann bringt er uns alle unnötig in Gefahr und sowas müssen wir nicht blind unterstützen. Ja, keine blinde Solidarität mit jemandem, der besoffen einfach nur die Beamten anmachen will, die ja auch einen scheiß Job machen müssen. So, danke an die Polizei, dass ihr da seid und unsere Veranstaltung absichert. So, jetzt. Dann haben wir, ich weiß ja nicht, was hier weitergeht, ich habe noch ein bisschen Musik. Wie schaut es bei dir aus, Carsten? Will noch jemand was sagen? Also kurz nochmal wiederholen. Wenn jemand Ärger macht, Abstand machen, weggehen von ihm, Platz schaffen, ja, damit die Polizei erkennen kann, wer Ärger macht, wenn sowas sein sollte. Und ich hoffe mal, es wird niemand auf die blöde Idee kommen. Das ist eine tolle... Irgendjemand wollte mir sogar erklären, das wäre Aufklärungsarbeit an den Beamten. So kann ich keinen Beamten aufklären, indem dass ich ihn anraunze. Das ist alles Schwachsinn. Der will auch behandelt werden wie ein Mensch, so wie du auch.